Hallo, hier ist wieder euer Raginari. Heute aus der Küche, aber ich will keine Rezepte vorlesen oder irgendwas über Essen erzählen, sondern ich sitze hier einfach nur. Auf jeden Fall, was ich jetzt erzähle, handelt sich um Gottesdienst. Also ich habe schon viele Leute gefragt, die Zeugen Jehovas, die Mormonen, Moslems, Christen. Alle möglichen Leute aus irgendwelchen Religionen, und immer wenn die irgendwie von Gottesdienst oder Ähnlichem sprechen, dann heißt das für die Leute, die treffen sich irgendwo, beten, singen, essen Oblaten, trinken Rotwein oder weiß ich was. Aber ich habe mir überlegt, dass Gottesdienst ja eigentlich was ganz anderes ist. Und zwar, wenn wir alle Teile Gottes sind. Und ich für einen Teil Gottes, sprich für dich oder für dich oder vielleicht für dich, sprich auf jeden Fall für jemand anderen etwas tue, dann ist das Gottesdienst. Weil ich helfe oder tue etwas für einen Teil Gottes, der wir ja alle sind. Und wenn man das unter diesem Aspekt sieht, dann fällt es einem vielleicht irgendwie leichter für andere Leute mal einfach so was Gutes zu tun, ohne dafür was zurückbekommen zu wollen. Und wenn man irgendwo arbeitet, dann kann man das genauso tun. Weil wenn ich irgendwo ein Klo putze oder eine Hecke schneide oder irgendwo Dreck wegmache oder weiß ich was, irgendwas tue, arbeite, sprich, dann tue ich das ja für das große Ganze. Sprich, wenn ich jetzt irgendwo in der Firma bin und Schuhe produziere oder weiß ich was, wenn es jetzt nicht gerade in Bangladesch in einem Kinderknast ist oder so, sondern wenn ganz normal Erwachsene dran arbeiten, dann kaufen sich irgendwelche Leute diese Schuhe und die können dann daran laufen. Ist jetzt völlig egal, ob das gut ist, in Schuhen zu laufen oder lieber besser in Barfuß. Aber wenn die Leute gerne in Schuhe laufen möchten und ich baue jetzt irgendwo in der Firma irgendwo Schuhe, dann haben da ganz viele Leute was von und dann ist das ein Gottesdienst. Und ein Kollege von mir hat erzählt, dass das Wort Arbeiten eigentlich aus dem Jüdischen kommt und die haben das früher auch Arbeten genannt. Also Arbeten. Beten. Und ich habe bei Bawai gelesen, dass wir Yoga machen können und Autosuggestion oder weiß ich was, alles Mögliche. Aber das Beste, was wir machen können, ist hart zu arbeiten und dabei immer an Gott zu denken. Oder an das Göttliche. Oder an den großen Geist, den Spirit, Manitou, Gott, Krishna, Allah, Buddha, Jesus, wie immer sie auch alle heißen mögen. Und hinter diesem Aspekt bin ich der Meinung, dass wenn wir uns dessen bewusst sind, dass wir eigentlich immer, egal was wir tun, dass wir Gott tun. Und gleichzeitig eigentlich, wenn wir für jemand anders was tun, auch was für uns tun, dann ist das, glaube ich, eine richtig schöne Sache. Und je mehr Leute sich dessen bewusst werden und das machen, desto besser. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss, euer Raginari. Denkt mal drüber nach.